Sollen wir vielleicht mal in der anderen Optik durchspielen auf leicht? Nee, oder? Ich find's pixelig eigentlich ganz gut. Du kanntest das Spiel jetzt gar nicht? Ja, es ist, also es ist halt so ein Skillspiel, ne? Also wenn man da nicht weiß, welche Sachen wo kommen, dann hat man da echt Probleme. Ja, sollen wir es mal in der hohen Auflösung spielen? Dann haben wir wenigstens irgendwie was anders zu gucken. Wenn es mich nervt, kann ich es ja wieder umstellen. Genau. Probier mal den, die andere Optik für ein Level. So, spielen. Zurück, 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 zurück. Oh, sind das viele Level. Wie lange habe ich denn jetzt gebraucht? So, jetzt haben wir... Ah ja, komm. Ah, das Intro brauchen wir eigentlich nicht nochmal, oder? Ach, egal. Komm, wir gucken uns das Intro jetzt nochmal in der guten Grafik an. Die Grafik hier ist ja jetzt auch anders. Oh, und es ist andere Musik. Das Autoradio war vorhin nicht, weil ich die Musik, glaube ich, umgestellt habe vorhin. Du hast das Intro verpasst. Ja, dann gucken wir es jetzt hier in der guten Grafik und dann gucken wir es gleich nochmal, am Ende nochmal zum Abschluss in der Pixel-Grafik. Dann hast du es dann auch nochmal gesehen. Also wenn ich jetzt den ersten und zweiten Level mal eben angespielt habe und nochmal das Panzerlevel gemacht habe. Ja, 11 Uhr, ich muss ja morgen arbeiten. Guten Abend, Professor. Wie ich sehe, sind Sie mit Ihrem Ferrari gekommen. Oh, jetzt habe ich gar keine Dose mehr. Ich hatte mir doch extra die Dose für das Intro geholt. Kann ich gar nicht mehr aufmachen. Oh, das ist ja fies, das Zeug, ey. Ah. Jetzt kann ich die gar nicht mehr aufmachen. Ich hatte mir überlegt, ob ich mir zwei Dosen hole, aber gut, dass ich nur eine davon gekauft habe. So. Experiment, Test, gelaufen, Analyse. Ich kenne dieses Demo eigentlich nur auf Englisch. Übrigens, die Good Old Games Version hier, also diese Version, die ich jetzt hier gerade spiele, von Good Old Games, die ist mehrsprachig. Also die kann man umstellen noch auf Französisch oder Englisch oder so, aber viel wird ja eh nicht gesprochen. Von daher ist ja eigentlich nur das Intro. Und die Button. So, jetzt will ich aber einen super Special-Effekt sehen bei dem Blitz. Die Szene mit dem Dosen aufmachen fand ich immer das Beste. Die habe ich, glaube ich, auch jedem gezeigt, der sehen wollte und auch nicht sehen wollte. Gelaufen. Aber so gezeichnet, ich finde die Hintergründe so gezeichnet, finde ich die einfach nicht so schön. Aber gut, jetzt kann ich mir das Spiel ja mal nochmal in der anderen Optik hier angucken. Da habe ich zweimal pixelig gesehen. Den unheilvollen Vieh da im Hintergrund. Hat sich das eigentlich jetzt auf leicht gestellt? Ich glaube ja, ne? Hatte ich doch. Moment. Einstellung? Leicht. Ja. Okay. Dann wird mir ja jetzt nichts passieren können. Ist ja leicht. So, hier sind so ein paar von den Viechern. Die fallen jetzt auf jeden Fall viel früher runter. Oder meine ich das nur? Ich glaube einfach nur, dass der erste Level leichter ist. Ich glaube, die Schwierigkeit ist nur der erste Level. Alles andere ist, glaube ich, gleich. Ja, mal gucken. Das Spratzen gar nicht so schön. Kann aber auch nur meckern. Ach, da, guck mal, da kommt einer von hinten angekrochen. Von da. Wo kommt der denn auf einmal her? Wo ist der denn hergespawnt? So. Jetzt kommt das Vieh mit Mega-Grafik. Achtung, nicht erschrecken.
Schnell zurück. Ich glaube, das Spiel gibt es auch für alle möglichen Plattformen. Also, das ist wohl sehr viel portiert worden. Und zurück. Jetzt sind hier auf jeden Fall keine Viecher mehr. Hier keine Schnecken. Auf schwer waren da die Schnecken wieder. Und ich glaube, dass ich den Kumpel da befreien musste mit dem Abschießen von diesem Kronleuchter. Das war, glaube ich, bei Mittel auch nicht so. Meint, da bin ich doch auch gestorben, oder nicht? Naja. Sieht ein bisschen nach Disney aus in der Auflösung. Ja, das stimmt. Ein dunkles Disney zumindest. So. Wach auf, Bobbin. Die Sonne ist bereits aufgegangen oder unter? Wie fängt es an? Wisst ihr, von welchem Spiel ich gerade geredet habe? Von Loom. Und ja, ich weiß aber nicht mehr genau, wie der erste Satz geht. Vielleicht sollte ich das auch einfach nochmal spielen. So, zack. So, das muss ja jetzt ein Kinderspiel sein. Okay, vielleicht aber auch nicht. Wieso zerschießt er denn? Wieso zerschießt er denn sein eigenes Schild? Ach. Ja, komm. Jetzt mal ein bisschen anstrengen hier. Ich sollte das nur, weil es leicht ist, nicht auf die leichte Schulter nehmen. So, der ist schon mal tot. Jetzt geht der Knopf hier schon wieder nicht mehr. Ach nee, die Waffe ist leer. Da darf man, glaube ich, hier im ersten Level gar nicht diesen Superschuss machen. Sonst ist die Waffe, glaube ich, leer. Aber ich habe den Superschuss trotzdem gemacht. Ich glaube, der geht nur so zweimal oder so. Und dann war es das mit der Waffe. Komm, jetzt beeil dich mal ein bisschen da mit dem Tor. Das hat doch vorhin auch nicht so lange gedauert. Aber wir gucken jetzt einmal oben raus. Ja, stimmt. Da blinkt so eine Lampe an der Waffe. Du hast recht. Mir gar nicht aufgefallen. Da müssen wir hin. Glaube ich. So. Erstmal nach unten. Genau, schöner Ausblick. Fand ich auch. Zack. Und jetzt müssen wir hier auf jeden Fall noch einmal durch. Wo bleibt er denn? So, das ist ja einfach hier. Da rollen wir mit links durch. Ich kenne den Weg. Der Kutscher kennt den Weg. Ah, aber hier bei leicht hat man die Dinger hier auch. Ich hätte jetzt gedacht, dass die hier nicht sind. Ich wollte nur mal gucken, wie es aussieht. Keine Angst. Läuft. So. Da bei dem Punkt. So, hier muss ich rechts.
Und da muss ich links. Und da muss ich rechts. Das war ja einfach. Ja, jetzt geht die Waffe nämlich nicht mehr. So. Und jetzt geht sie wieder. Und jetzt blinkt auch nichts mehr. So, laufen wir da nochmal eben durch. Also bis jetzt war es nicht unbedingt leichter, außer im ersten Level vielleicht. Vielleicht reagieren die jetzt. Oh nein! Oh, da war es wieder. Vielleicht reagieren die jetzt auch einfach nur alle so ein bisschen langsamer oder so. So, auf geht's. Nee, die Grafik ist ja mega leicht. Also auf Amiga sah es exakt, ziemlich exakt meine ich so aus wie die Pixel-Grafik, die vorher angeschaltet war. Das hier sieht eher aus wie so ein Flash-Spiel, finde ich. Aber ich muss den Beweis antreten. Okay, man hat hier ein bisschen mehr Tiefenwirkung, ne? Ich muss es wohl doch mal auf dem Amiga spielen. Ich glaube, da komme ich nicht drum rum. So. Da muss ich drüber und da muss ich erst unten lang. So. Oh, die Knochen sehen auch besser aus. Uah! Das war knapp. So, zack. Nein! Auch nicht! Ah, verdammt. Damn it. So. Spektakulär drüber gesprungen, würde ich sagen. Na dann. Jetzt werde ich hier ein bisschen übermütig gerade. Ah, wieder genau rein, ne? Etwas später muss ich springen. Und hier, das klappt auch noch nicht so gut. Vielleicht sollte ich wirklich ein bisschen vorsichtiger machen. So. Zumindest hier, wo es wichtig ist. Ja, das ist eine gute Idee. Vielleicht kann ich auf YouTube tatsächlich mal die Version so ein bisschen vergleichen. Oh, das kann doch nicht sein hier. Blödes Vieh. La 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 la. Auf geht's. Ich glaube nicht, dass ich es auch leicht durchspielen werde. Das nervt mich schon ein bisschen gerade. So. Oh, ich bin doch genau dazwischen gesprungen. Die haben das wahrscheinlich. Das ist ein Übersetzungsfehler. Wahrscheinlich ist das hier schwer. Und vorher war leicht. Okay, ein Versuch noch, ein letzter. Ein Versuch noch. Wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann. Dann geht hier nichts mehr. So. So nämlich läuft das. Okay. So, hier kam doch jetzt das Wasser, oder nicht? Genau. Ach nee, das Wasser kommt hier nicht. Hier muss ich erst aufschießen, damit das Wasser hier hinterher reinläuft. So war das. Und dann tauche ich ja hier durch praktisch. Das war wieder ganz schön knapp. Ach, die muss ich ja. Ah, die muss ich ja erst abschießen. Ah, vergessen. Ja, die Höhlen sehen schon ein bisschen plastischer aus, das ist richtig, aber ich mag halt eher Pixel. Ich finde gepixelte Hintergründe viel schöner als so gezeichnetes Zeug. Aber das ist natürlich alles sehr, sehr Geschmackssache. Das muss man natürlich auch sagen.
Ich rede jetzt mal nicht beim Zurücklaufen. Bin jetzt still. Genau, ich wollte, dass sie nicht verhungern, die Tentakel. Deswegen bin ich da reingesprungen. Selbstlos, wie ich bin. So. Jetzt aber nackt. So. Hier wieder vorsichtig. So. Okay. Der schwierige Teil wäre geschafft. Sieht jetzt nicht unbedingt besser aus mit den Viechern. Nein, 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 nein. So sieht das gar nicht besser aus. So. Okay, jetzt nur noch das Wasser. Nur noch. Mal eben schnell. Puh. Nein, jetzt ist der Joystick schon wieder. Alter, wenn ich jetzt da hinten sterbe und bin nicht wie am Zurücksetzpunkt, dann bin ich aber sauer. Wehe, das ist jetzt nicht mehr offen da unten. Sprach es und stirb mal wieder. Ja, danke. Jetzt spiele ich wieder vorsichtig. Was habt ihr jetzt davon? Dann dauert halt mal ein bisschen länger, bis ich hier durch bin. Ich wollte ja sowieso nur noch diesen einen Level hier spielen. Genauso wie ich eben gesagt habe, ich finde jetzt nicht, dass es unbedingt schwerer ist, finde ich es hier jetzt nicht unbedingt leichter. Ja gut, das Wasser sieht vielleicht geringfügig besser aus hier. Ach, da muss ich ja direkt springen. Jedes Mal dieselbe Stelle. Das gibt's nicht. Zack. Und zack, zack. Und direkt nochmal. Und so früh. Na toll. Etwas später. Oh, jetzt bleibe ich hier. Jetzt habe ich auch hier so ein paar Hänger drin, ey. Echt. Das muss doch so schaffen sein. Das gibt's doch überhaupt nicht. So. Genau, Moment. Warten. Zack. So. Sehr gut. Also grafisch ist schon okay. Es ist jetzt, aber nicht. Ich finde Pixel besser. Ich werde das jetzt so lange wiederholen, dieses Mantra, dass ich Pixel besser finde, bis ich es genug glaube. Nein, das ist wirklich so. Ich finde Pixel wirklich besser. Das sieht mir alles zu poliert aus hier. Achso, der kommt jetzt nicht da unten nicht weiter. Oben ging es noch nicht her. Ach, oben war die Glaskugel, oder? Ja, du schießt jetzt erstmal eine Runde. Der hört doch jetzt, glaube ich, auf, oder? Genau, so. An dem Gegner bin ich schon mal vorbei. Und der war jetzt nicht viel leichter. Im Gegenteil. So. So, jetzt muss ich den Kumpel befreien. Aber da muss ich ja gar nicht mehr oben herlaufen, oder? Muss ich nicht erst hier unten lang? War oben nicht Quatsch rum? Ich weiß es nicht mehr. Ich gehe jetzt hier lang. Jetzt kommt meine Lieblingsstelle. Hallo Commodore Freak, bist du wieder da oder immer noch? We'll be right back.
So, souverän gemeistert, würde ich sagen. Ach, so soll das hier aussehen eigentlich mit der Kuppel. Na gut, dann tauchen wir erstmal eine Runde. Hier muss ich irgendwie den Strom ausschalten für irgendwas. So, einmal durch den Gang, den zweiten Gang nach oben. Dann sind wir ja schon fast durch. Kann ich jetzt noch ein Level, kann ich ja immer noch spielen. James Bond mäßig die Stelle. So, ich habe eine halbe Stunde jetzt nochmal gespielt. Oh, hier lieber mal weg von dem Vieh. Nicht, dass ich mich das noch irgendwie hier dann doch noch platt mache. So, jetzt schön nach oben schwimmen. Das ist aber auch wirklich so ein Spiel, das kann man mal durchspielen. So ein, zweimal, dreimal. Aber dann reicht es auch. Dann gucken wir uns nur noch einmal das Pixel-Intro an. Oh, ich bin mal gespannt, wie der Panzer in dieser Grafik aussieht gleich. Nein, lauf doch nicht noch einen Schritt darüber. Was machst du denn? Was stimmt denn mit diesem Professor nicht? Ich dachte, das Spiel wäre leicht. Nee, der Joystick, der ist schon wieder hier. Ich mache nichts und der rennt zur Seite. Ich verstehe es nicht. Kann aber auch ein Fehler im Spiel sein, dass er mit dieser Tastatursteuerung nicht klarkommt oder so. Ich weiß es nicht. Oh, wie ärgerlich, ey. Ah, der Joystick hat ein Eigenleben, genau. Hm. Na gut, los. Jetzt muss ich mich durchbeißen. Ich kann ja jetzt nicht aufhören. Ich kann ja nicht sagen, oh, ich habe gestreamt und dann habe ich 2,5 Mal durchgespielt. Einmal auf Mittel, einmal auf Schwer und auf Leicht habe ich dann in der Mitte aufgehört. Das geht nicht. Jetzt muss ich es nochmal durchspielen, damit ich es auch wirklich richtig durchgespielt habe. So. Hier nach oben. Nach oben. Denk mal, nach unten schafft das nicht. Das ist zu viel dann. Da blubst es auch schon ein bisschen mehr. So. Luft geholt. Und jetzt hoffen, dass der Joystick das packt. Noch ein bisschen tiefer, darüber. Okay, man noch macht da keine Faxen. So. Ich weiß gar nicht mehr, warum man das hier überhaupt machen muss. Was schaltet man da aus? Den Wasserfall? Nee. Der Wasserfall, der ist doch schon ausgeschaltet, oder? Naja. Ich werde ja nicht abgefragt hinterher, von daher. Alles gut. So. Schwimme ich hier mal nach rechts? Ach nee, ich musste erst hoch, ne? Oh nein, ich hätte erst hochgemusst. Sonst schaffe ich es nicht. Ah, ich Idiot. Ich hätte erst da hinten hochgemusst. Ich hätte jetzt auch nochmal zurückschwimmen können, als es mir aufgefallen ist. Aber ich bin einfach weitergeschwommen. Und jetzt schwimmt er nicht nach oben. Kurz vorm Ende wird er sterben. Er blubst schon mehr. Komm schon. Komm schon. Oh. Ich hab's geschafft. So. So, ich habe irgendwas ausgeschaltet. Jetzt muss ich noch diese Glaskugel runterschießen. Das mache ich als nächstes. Dazu muss ich hier hoch. Da oben steht jetzt direkt einer. Da muss ich aufpassen. Nee, der steht nicht hier. Warum steht der nicht hier? Stand da nicht sonst immer einer? Okay, mein Kumpel ist weiter. Das ist gut. So. Da muss ich hier lang. Ja, ich wusste, dass ich da erst ein Schild machen muss. So langsam werde ich wohl etwas müde. Gut, dass ich den leichten Schwierigkeitsgrad erst am Schluss ausprobiert habe. Der ja gar nicht leichter ist. Also ich merke wirklich nicht, dass hier irgendwas leichter ist. Na! Erster Schild. So. Und der bleibt auch noch so schön da hocken. Ach, naja. So, hier kommt ja gleich nur der Typ wieder.
lade die nochmal auf, aber ich glaube, ich weiß gar nicht. Muss man bei dem Spiel ein zweites Mal aufladen? Hat man sonst irgendwie ganz am Ende auf einmal keine Energie mehr in der Waffe und da geht nichts mehr? Mit der Kugel warten, ja, natürlich. Ich weiß auch, wie es geht. Ich habe es schon zweimal gemacht. Also jetzt. So. Ach, ich habe das auch zweimal gespielt. Ich weiß auch, wie es läuft hier. Ich bin doch jetzt voll der Profi in dem Spiel. Mir kann auch hier gar nichts mehr passieren. Ich gehe jetzt aber trotzdem mal eben hinten gucken, ob der Kumpel da jetzt weitergerutscht ist. Jawohl. Okay. So. Wusste ich doch, dass er noch da war. Aber es nützt trotzdem nichts. Die kommen jetzt trotzdem von beiden Seiten. Jetzt ist hier der Feuerknopf schon wieder irgendwie... Hat sich selbstständig gemacht. So, weiter geht's. Kamen hier nicht zwei? Nee. Ach, das war vorhin. Die habe ich schon lange getötet. So. Laufen wir hier an der Leiche vorbei. Da ist so grünes Zeug. Guck mal. Da liegt überall grüner Glibber. Oder sind da Scherben? Naja. Jetzt hätte man ja die Chance, das zu schaffen. Zu sehen. So, hier runter. Oh, jetzt wird's schwierig. Der Kumpel ist ja befreit. Da kann ja nicht viel passieren. Hoffentlich hält die Waffe jetzt. Hoffentlich geht der Feuerknopf. Diese Stelle ist echt doof. Nein, dreh dich doch um, du Vollidiot. So, jetzt könntest du langsam mal kommen. Danke. So. Ah. Das Schlimmste ist geschafft, glaube ich. So, einmal hinten lang. Okay. So. Das hätten wir. Jetzt kommt eine ganz einfache Stelle. So, geschafft. Jetzt kommt die schwere Stelle. So, der kann jetzt erstmal ein bisschen da hängen bleiben. Wie war das nochmal? Runter, zurücklaufen, rumdrehen, ducken, Schild, Schild, Feuer. Irgendwie so. Ach, ich mach das schon irgendwie. Zack, zurück, rum, runter, zack, Schild, zu spät. Okay, das geht auch. Ist nur nicht zielführend. So. Versuch 2. Muss ich eigentlich warten, bis der hier so blöd rübergesprungen ist? Oder kann ich hier einfach direkt... Weiß man nicht. Zu lange gewartet. Da gibt es bestimmt noch einen einfacheren Trick. Das geht bestimmt noch einfacher. Der dreht sich einfach nicht rechtzeitig um. Das ist das Problem. Der dreht sich nicht rechtzeitig um. So, 100. Zack. Kann man ja schon mal ein Schild machen vielleicht. Nee, das passt. So geht's auch nicht. Okay. So, wirf mich rüber. Komm, 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 wirf mich rüber. Ein bisschen schneller. Wir wollen ja hier mal heute nochmal fertig werden mit dem Ding hier. Rum. Ah, so. 2. 3. Oh Mann, das war jetzt wieder haarscharf. Oh, das sieht aber gut aus da oben mit den Schatten. Nein, pixelige Grafik ist besser. Nein, der Gesamteindruck, also die Details sind hier schon schöner, muss ich sagen. Aber der Gesamteindruck gefällt mir mit den Pixeln tatsächlich besser. So, jetzt muss man den hier einmal los, drück den Knopf. Zack, Dankeschön. So. Und jetzt muss ich es nur noch schaffen, irgendwie oben den Typen dazu zu bringen, hier Bomben runterzuschmeißen. Sag mal, kann ich hier auch einfach springen, indem ich nur nach oben drücke? Ich drücke immer Feuer dabei. Wieso drücke ich denn immer Feuer dabei? Das geht ja so. Jetzt, nachdem ich hier 3 Stunden gespielt habe, habe ich gemerkt, dass die Steuerung doch anders funktioniert, wie ich dachte. Oh Mann. So. Das gibt's nicht, ey. Einmal, zweimal, dreimal,
Viermal. Untot. So. Jetzt hier runter. Es ist nicht leichter, es ist aber auch nicht schwerer. Also es ist einfach nur... Ich weiß auch nicht. Kann es nicht sagen. So, hier runter. Ins Loch. Hätten wir das auch. Genau, ich liebe die C64-Grafik. Ja, weiß ich gar nicht. Liebe ich die C... Ja, schon. Also... Ich finde den Grafikstil von den ganzen Computern der Ära eigentlich am besten. Ich mag aber die Amiga-Grafik mehr. Eigentlich. Die ist halt ein bisschen detaillierter. Nee, eigentlich mag ich die beide gleich. Also ich kann gar nicht sagen, was ich lieber mag. Ich mag auf jeden Fall nicht den Anfang der 3D-Ära. Also für mich ist alles Retro. Was vor den ersten 3D-Spielen waren. Alles, was danach kommt, ist für mich nicht mehr Retro. Auch wenn viele dann solche Spiele, die dann noch so kamen, in Retro einordnen. Aber naja, für mich hört Retro mit 3D auf. Ganz einfach. So, los geht's. Einmal hier rechtzeitig springen. So. Uah, knapp. Oh, soll ich mal runterspringen, ohne den Hebel zu ziehen? Komm, das gucken wir uns an, oder? Ist ja leicht. Ist ja gar keiner. Okay. Uah! Ich habe nichts gesagt. Aber jetzt will ich nochmal in die andere Richtung laufen. Okay, da sind dann zwei. Ich denke mal nicht, dass man das schaffen kann, oder? Ich denke mal, man muss den Hebel ziehen. Oh nee, das war nicht gut. Jetzt komme ich hier nicht mehr über das Gitter drüber. Pass mal auf. Jetzt ballern die mich immer ab. Nee, geschafft. So, ein Stückchen noch. So. Man muss gar nicht den Feuerknopf drücken. Ich drücke immer den Feuerknopf, weil man den auch zum Rennen benötigt. So. Runter. Und dann nach rechts. Dann da nach oben, oder? Das ist jetzt aber nicht so ersichtlich. Ah. Das war eben, dieser Transporter war eben aber ersichtlicher, finde ich. Oh, ich bin zu früh gesprungen. So, jetzt. Jetzt habe ich schon wieder den Feuerknopf dabei gedrückt. Ah, das sieht aber nicht gut aus, wie er den Hebel zieht. So. Einmal hier rüber und dann nach oben. Nee, man muss weiterlaufen. Da geht's doch gar nicht hoch. Ich habe mich geirrt. Du bist zu Windows zurückgeswitcht? Toadfield, hallo. Runter und los. Jetzt laufe ich einfach durch. Ich glaube, ich muss noch einen Weg weiterlaufen. So. Zack. Ah, man darf nicht stehen bleiben. Alles klar. Jetzt habe ich es verstanden. So. Jetzt der Kumpel. Hallo. Warum auch immer das so funktioniert da mit dem Ding. Oh, jetzt wollen sie mich aber hier... Und weiter. Auf zum Panzer. Juhu, der Panzer. So. Jetzt wird aber noch ein bisschen übel rumgeschossen. So, primäre Waffensysteme ein. Dann drück mal hier mal ein bisschen. Da kommen noch ein paar Raketen. Zack. Jetzt habe ich nämlich hinten ins Publikum gefeuert. Juhu. Oh, oh, oh. Jetzt muss ich aber hier sehen, dass ich hier schnell diesen Klinkenknopf anklicke. So, zack. Nicht viel raus hier. Ich habe aber noch genug Chaos angerichtet. Sehr schön. So. Das war gut. So. Jetzt kommt die leichte Stelle. Zack. Eins.
Knopf versagt. Schon vorbei. Kann nicht mehr geschafft werden. Kann doch noch geschafft werden. Okay. Vielleicht war das doch leichter. Aber vielleicht irre ich mich auch. Ich weiß es nicht. Kann es nicht genau sagen. Jetzt kommt der Schuss weiter hinten, wenn man da springt. Man kann dem nicht entkommen. Schade. Das Ende ist nah. Sag das nicht zu laut. Das habe ich vorhin ja auch immer gedacht. Aber, ja, jetzt so 20 Minuten, ne? So in 20 Minuten durchgedaddelt. Oh, da kommt er. Los, Kumpel, rette mich. Der hat doch einen bestimmten Namen. Oh, ich habe das Spiel ja im Original. Ich kann in der Anleitung nachgucken. Da steht das bestimmt alles drin. Da steht auch bestimmt drin, wie die Aliens heißen. Dann kann ich euch das dann beim nächsten Stream berichten. Wahrscheinlich nächsten Donnerstag. Ich kann nur noch nicht sagen, was ich spiele. Es wird auf wahrscheinlich nicht das schwarze Auge sein. Ich muss mal gucken. Da wollte ich mich nämlich erst noch durch die Box durchwühlen und mich so ein bisschen durch die Anleitung durchkaspern, bevor ich da weitermache. So. Warten wir mal ab. Da kommen wir. Jetzt atomisieren. Jetzt. Juhu, und nochmal. Und zurück. Los. Krieg. Mache ich das nur oder ruckeln die jetzt da so ein bisschen? Mal unten ist aber auch so ein bisschen am Ruckeln. Hm. Genau, zweimal ziehen. Genau. Der erste Durchlauf hat eine Stunde gedauert. Echt? Kam mir länger vor. So. Ah, schön. Geschafft. Die Melodie ist super. Nein, der ruckelt mit Pixeln. Pixel können überhaupt nicht ruckeln. Nix. Wir müssen uns das Pixel noch mal, das Intro noch mal mit Pixeln angucken. Dann wirst du sehen, wie schön es mit Pixeln ist. Ah, schön. Portierung.emu. Genau, wir gucken uns jetzt zum Abschluss das Intro nochmal mit Pixeln an und sobald wir dann von den Tentakeln geholt wurden, spiele ich auch nicht nochmal weiter. Aber wir müssen uns unbedingt noch angucken, wie das aussieht, wenn die Tentakel einen kriegen, wenn man oben aus dem Wasser raus ist. Weil das sieht ganz lustig aus. Das wird dann das heroische Ende werden, würde ich sagen. So machen wir es. So. Zurück zur Erde. Maus am Start. Einstellungen. Pixel. Und drück. Und Spiel. Und oh, man könnte das die ganze Nacht spielen, oder? Nein. Und dann schafft man, sind ja in 5 Minuten wahrscheinlich. Wir gucken uns jetzt das Pixel-Intro noch einmal. Ah, das Magic Desk, ja, das hole ich mir dann ab. Sehr gut, vielen Dank. So. Ich kann ja mal so einen 24-Stunden-Stream machen und nur das Spiel spielen die ganze Zeit. Ich glaube, dann werde ich verrückt. Aber ich finde das mit diesen eckigen Kanten, finde ich, das hat irgendwas. Weiß ich nicht. Das ist so mein Fall. Das ist genau mein Fall. Und ich habe immer noch keine Dose. Wie kriegt man eigentlich so den letzten Rest aus so einer Dose raus? Gibt's da einen Trick? Ich trinke normal keine, nicht aus Dosen.
Ich kenne nur den Trick mit dem Messer, so reinstechen und dann. Aber ist auch schon länger her, dass ich das gemacht habe. Ein Tennisarm bei 24 Stunden zocken, ja, das stimmt. Oh, ich könnte aber mal hier Dawn of Man oder so spielen, das ist cool. So ein Aufbauspiel im, mit Steinzeitmenschen, sehr, sehr toll. Habe ich auch länger nicht gespielt und es sind super viele Updates gekommen mit super viel Content, das wollte ich mir sowieso mal angucken. Aber das ist was für so ein Wochenendstream, wenn man wirklich mal ein bisschen Zeit hat. Weil da kann man auch mal 5 Stunden verbrennen, ohne dass man da irgendwie das merkt. Das merkt man erst nach der 6. Stunde, wenn man so ganz müde ist auf einmal. Oh, Experiment. Jetzt geht die Dose auf. Ah, pixelig viel besser. Und noch mit Abziehlasche. Also. Auch länger nicht gesehen. So. Gewitter. Oh, wir müssen noch mal gucken mit dem anderen Ton. Nein. Ja, ne, die gepixelte Grafik sieht mehr nach Spiel aus, genau, nach Retro-Spiel. Also das andere ist halt so diese Flash-Game-Ära, wo dann so ganz viele diese Flash-Games rausgebracht haben, die dann so blau. Und die sahen auch alle gleich aus, so wie Mobile-Games heute sind ja auch alle gleich aus. Sind immer die gleichen Comic-Gesichter, die einen da angucken. So. Okay. Die Todesarten. Also man kann entweder einfach runtergezogen werden. Das sieht dann... Ach, jetzt der schwimmt schon automatisch nach oben. Okay. Dann brauche ich gar nicht mehr. Ach, es ist leicht. Auf leicht schwimmt er automatisch nach oben. Na gut. So, jetzt kommt der Tentakel. Ups. Sehr gut. Okay. So, ich stelle den Joystick mal beiseite. Also ich muss sagen, alles im Allen, das Spiel geil, hat mir super viel Spaß gemacht. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich es tatsächlich dreimal durchspiele heute, aber gut. Die verschiedenen Schwierigkeitsstufen weiß ich jetzt nicht. Also ich fand es weder schwerer noch leichter. Beim dritten Mal jetzt hier, beim Leicht, ist es mir halt sehr leicht gefallen, weil ich es jetzt natürlich schon zweimal durchgespielt habe. Kann man jetzt schlecht sagen. Ich weiß nicht, wie fandet ihr es denn so vom... So generell. Auch so neue Grafik, alte Grafik und so. Und weg ist er, genau. Ich folge einem Speedrunner, der fast jeden Tag 4 Stunden das originale Resident Evil 3 spielt. Fast nie fasst er ein anderes Spiel an und es ist nicht einmal sein Lieblingsspiel. Ja, also mit Speedrun, ich kann ehrlich gesagt nicht so viel mit Speedrun anfangen. Aber... Ich habe mich schon dabei erwischt, wie ich die letzten paar Mal so ein bisschen Speedrun-Dale geguckt habe. Ich weiß, ihr kennt das Format? Das hier so ein Game On oder so, weiß ich nicht. Wie der Kanal heißt, auf jeden Fall auf YouTube. Speedrun-Dale heißt der. Und die spielen da alle möglichen Spiele durch. Und da habe ich letztens tatsächlich mal gesehen, wie einer Gothic 1 im Speedrun durchgespielt hat, in einer Stunde noch was. Also das ist schon krass. Dann haben die, der hatte sich alles gemerkt, welche Tasten er bei den Gesprächen drücken muss, um da die ganzen Items und so zu kriegen und er rannte nur da durch und dann vor dem NPC ploppte der Dialog auf und dann ging das nur so klack, 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 wechselte der die durch und dann rannte der durch und hat halt so ein paar Glitches dann benutzt, um da durch Wände zu kommen. Aber schon ist schon eine witzige Sache dazu zu gucken. Aber ich glaube, so richtig Fan davon werde ich wohl wahrscheinlich nie. Ja, ich habe mich natürlich super gut angestellt. Klar, außer auf leicht. Ich fand, ich habe hier eine Top-Leistung abgeliefert. So. So nämlich. Na gut, okay. Das sind Profi-Zocker, die machen 12 Stunden am Tag nichts anderes als Games zu zocken. Ja. Die sind auch in einem Alter meistens, in dem man das machen kann, ne? Viel Unterschied war nicht in der Schwierigkeit. Alte Grafik ist doch besser, aber das Spiel ist wirklich spannend und interessant. Ja, das finde ich auch. Okay, Tentalurk, du hältst nichts von Speedrunning. Aber der Typ ist ganz nett und die Spielgeräusche für den Hintergrund sind auch schön. Guckst du den dann immer so, du hörst den dann so als Hörspiel zum Einschlafen wahrscheinlich. Das mache ich auch schon mal.
Das ist echt gut. Na gut, alles klar. Ja, ich würde sagen, ich poste hier nochmal eben meine YouTube-Kanäle. Falls irgendwer da noch kein Abo gelassen hat, kann er das gerne tun. Ansonsten lasst mir auch gerne hier ein Follow da, falls ihr mir noch nicht folgt. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend gleich. Bis dann.